Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur die wunderschönsten Menschen dieser Welt zusehen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr könnt den neuen Release Donnerstag/Friday genießen bis jetzt. Wir haben eine gute Woche erwischt, finde ich. Wir haben jetzt hier Samra Feed, seinem ersten, nee, wobei Animus, nicht Animus, Bro. Anonym ist ja bei ihm schon gesigned. Und jetzt haben wir mit seinem zweiten Signing dann quasi den ersten Song zusammen. Paradies heißt er. Das Ganze produziert von This Is YG and Johnny Instrument. Und das Signing ist Stand jetzt noch nicht bekannt. Also Stand jetzt schon quasi, weil ihr das Musikvideo schon kennt. Aber ich kenne es noch nicht. Aber der gute Finn von Freitag 0 Uhr hat unter der neuen Liste geschrieben, dass es wahrscheinlich Play 69 ist. Play 69 sonst, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Was ich mir vorstellen könnte, ich habe jetzt von Play 69 so gut wie gar nichts gehört, irgendwie vielleicht zwei, drei Sachen, wobei lass es 3, 4 vielleicht sein. Trotzdem bin ich sehr gespannt, wir hören rein beim Song, Link dazu ist in der Beschreibung und ja, mal sehen, ob es eintritt, mal sehen, ob es ein ganz anderer ist oder vielleicht hat er ja auch mit X himself ein Feature geklärt, was ich ehrlich glaube. Ich bin sehr gespannt, Mann. Ja, könnte Play sein, ne? Sie kannten meinen Namen landesweit, Geld kam und ging die ganze Zeit. Das ist er, glaube ich. Ich glaube, das ist er. Ich glaube, die Stimme in meinem Kopf zuordnen zu können. Aber wann der Hype? Aus ihren Augen spricht der blanke Neid. Ich bin schon lange. Oh, das ist er. Ist er das nicht derselbe, Bro? Ich weiß nicht, aber ist er auf jeden Fall. Okay. Ey, lass uns auf uns wirken, okay? Und ging die ganze Zeit, aber. Viele wissen nicht, dieser Schrottplatz ist nur entstanden, weil Samurai in jedem zweiten Video ein Auto angezündet hat. Deswegen ist dieser Schrottplatz entstanden. Wann der Hype? Aus ihren Augen spricht der blanke Neid. Ich bin schon lang bereit, doch Gott entschied, jetzt ist es an der Zeit. Schöne Stimme. Dankbarkeit, jedes Album Handarbeit, es lief nicht allzu gut in der Vergangenheit. Oh, ey, okay, ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass von Play mir gefallen wird, sage ich mal so, weil ich halt nur ein paar Sachen gehört habe und die waren so für den Moment okay, aber habe ich jetzt nie wieder reingehört. Aber jetzt gerade der Anfang ist sehr, sehr schön gemacht. Ich mag es allgemein gerne, wenn so Geschichten erzählt werden, wenn die Stimme ein bisschen ruhiger ist, so Flüsterstimme nenne ich sie oft, das mag ich sehr, sehr gerne. Kommt gerade ein cooler Vibe, eine coole Atmosphäre rüber direkt. Alhamdulillah, Dankbarkeit, jedes Album Handarbeit, es lief nicht allzu gut in der Vergangenheit. Schöner Flow auch. Das eine Auge lacht, das andere weint, deshalb ist es langsam Zeit. Das Bojan bei Samra sein, Blätter mit dem Urus über... Bro, hey, ganz ruhig. Bro, ich bin Samra, hey, Bruder, hey. Alles cool, komm runter ein bisschen. Okay, überraschend. Ich hätte mir gerne einen langsameren Change sogar gewünscht, glaube ich. Ich hätte gerne jetzt noch 4 oder 8 Bars gehabt von Play jetzt. Das eine Auge lacht, das andere weint, deshalb ist es langsam Zeit. Das Bojan bei Samra sein, Blätter mit dem Urus über... Ja, wobei jetzt beim zweiten Mal war der Einstieg schon direkt besser irgendwie, Bro. Ich hab oft das Problem, ich muss Sachen oft hören, dass mir irgendwie gefallen. Das andere weint, deshalb ist es langsam Zeit. Das Bojan bei Samra sein, Blätter mit dem Urus über Kudam wie bei Formel 1, die Staffelde 45, ich geb auf Awards, Scheiße. Ey, was ist im Hintergrund los? Beim Beat? Hört mal auf den Beat, was ist denn das für ein Beat? Das eine Auge lacht. Diese Melodie im Beat, wunderschön, wenn Samra reinkommt. Das andere weint, deshalb ist es langsam Zeit. Das Bojan bei Samra sein, Blätter mit dem Urus über Kudam wie bei Formel 1, die Staffelde 45, ich gebe auf Awards, Scheiße. Hautfarbe, Mocker, Braun, meine Seele baut allein. Laufe durch den Regen, keiner passt in meine Jordan rein. 95. Bro, ich muss Respekt geben an den Beat, der Beat ist echt krass. Der Beat ist geil. Ey, wenn sie sich jetzt so 4 Bars in 4 Bars abtakten, abwechseln, würde ich sehr fühlen. Regen, keiner passt in meine Jordan rein. 95 BPM von NRW bis BLN. Samra lässt für meine Unterschrift noch ein Mercedes brennt. Ich seh die... Ja, Mann, ey, das will ich sehen. Okay, ich bin ehrlich. Sie haben mich gecatcht. Ich hatte nicht so hohe Erwartungen, bin ich auch ganz ehrlich, bis jetzt an diesen Song, als ich reingegangen bin. Aber die haben mich krass gecatcht. Der Anfang, sehr geil gewesen. Einstieg von Samra geil gewesen, jetzt im Nachhinein. Beat, wunderschön. Achtet im Hintergrund auf die Melodie. Die haben mich gecatcht bis jetzt. Die haben mich gecatcht. Noch ein Mercedes brennt. Ich seh die blauen Lichter blenden in der Heckscheibe. Und zwar rund um die Uhr wie VVS-Steine. Kickdown in der 30er-Zone. Ich steile die Kohle, egal wie viele Einsen ich hole. Okay, also erstmal Kickdown in der 30er-Zone hat Samra an jedem Song. Das ist so eine Zeile, die ich nicht gerne höre. Ich bin ganz ehrlich. Was hat er danach gesagt? Ich seh die blauen Lichter blenden in der Heckscheibe. Und zwar rund um die Uhr wie VVS. Auch ein bisschen Ragnar Lodbrok-Play. Steine. Kickdown in der 30er-Zone. Ich steile die Kohle, egal wie viele Einsen ich hole. Ich steile die Kohle. Ich steile die Kohle? Oder was sagt er? Warte, mein Fernseher geht aus. Kurz einmal drücken, so.
Ich hätte gefühlt, hätte er gesagt, ich seine Ikonen. Ich seine Ikonen. Ich meine, natürlich, Play ist jetzt vielleicht noch keine Ikone, aber wäre eine Baba Zeile gewesen. Steine, Kickdown in der 30er Zone. Ich seine Ikonen. Ich steile die Kohle, egal wie viele Einsen ich hole. Ich scheiß auf die Krone und scheiß auf die goldenen Platten. Ich bin nie wieder alleine, denn mich verfolgen die Schatten. Mein Konto am Platzen, denn heute sind wir Modus Mio Favorites. Dangerous, meine nächste Platte klingt wie Greatest Hits. Smoke mal. Ey, okay, also Play hat Hunger, Mann. Der hat Hunger, der ist am Start. Ich weiß nicht, ob er immer noch so heißt. Bei Freitag 0 Uhr, dieser Finn meinte, dass er vielleicht mit einem anderen Namen zurückkommt. Ich weiß nicht, ob XXX jetzt auch sein Name sein soll oder ob es nur ein Platzhalter gerade ist. Ich habe keine Ahnung. Denn heute sind wir Modus Mio Favorites. Dangerous, meine nächste Platte klingt wie Greatest Hits. Smoke mal Buche Flavor Mix, während ich bei Major sitz. Samra holt mich aus dem Block wie Rough Riders Jada Kiss. Adrenalin durch die Straßen Berlins. Okay. Aus dem Block wie Rough Riders Jada Kiss. Adrenalin durch die Straßen Berlins. Mit 150k in den Jeans. Meine Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie. Eines Tages wache ich auf im Paradies. Ich muss sagen, die beiden harmonieren aber sehr gut zusammen. Das gefällt mir sehr gut, Mann. Es ist jetzt ja auch wieder kein textliches Meisterwerk. Es geht hier eher um den Vibe, die Atmosphäre, um den Flow irgendwie. Und die Delivery finde ich hier sehr, sehr nice. Also, die beiden harmonieren gut. Meine Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie. Eines Tages wache ich auf im Paradies. V Adrenalin durch die Straßen Berlins. Mit 150k in den Jeans, meine Narben sind tief. Ich bin immer noch gar kein Fan von Samra auf Autotune und Hooks. Bin ich gar kein Fan von. Werde ich auch nicht mehr mit warm, glaube ich. Deshalb schlafe ich nie. Eines Tages wache ich auf im Paradies. Heute bin ich Label Boss, weiß in dem Macintosh. Früher wollte ich Kylie Jenner ficken, heute Megan Fox. Er hat gesagt. Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie. Eines Tages. Ich habe hier, glaube ich, ich habe vielleicht einen Kandidaten für die schlechtesten Deutschrap-Lines. Ich bin mir aber nicht sicher. Heute bin ich Label-Boss, beiße in den Macintosh. Heute bin ich Label-Boss, beiße in den Macintosh. Ein Macintosh ist halt einfach ein MacBook. Oder halt der PC, der Mac. Heute bin ich Label-Boss, beiße in den Macintosh. Also Label-Boss, Macintosh, okay, vielleicht ein stabiler Reim. Aber Bro, okay. Heute bin ich Labelboss, beiße in den Macintosh. Das ist so, als ob ich sagen würde, heute bin ich Labelboss. Yeah. Beiße in mein iPad rein. Yeah. Also, fühle ich jetzt gar nicht so. Eines Tages wache ich auf im Paradies. Heute bin ich Labelboss, beiße in den Macintosh. Früher wollte ich Kylie Jenner ficken, heute Megan Fox. Na, nee, 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 nee. Andersrum, andersrum, ganz kurz. Andersrum. Nee, 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 nee. Früher, früher. War Megan Fox so dieses Ding, so Mashallah, Megan Fox, huh. Heute, man hält sich bedeckt, sage ich ja. Man hält sich ein bisschen bedeckter irgendwie. Keine Ahnung, also Megan Fox, ich habe ein Bild von vor 3 Jahren gesehen, da war schon ganz anderer Mensch auf einmal. Ganz andere, ganz wilde Sachen sind in ihrem Gesicht passiert. Ganz anderer Mensch. Skandale, aber Samra wurde nie gehatet. Auf einmal will mich jeder ficken, heute heute bin ich selbst alle, aber Samra ist in dem Macintosh. Früher wollte ich Kylie Jenner ficken, heute Megan Fox. Immer Skandale, aber Samra wurde nie gehatet. Das ist aber auch ein kleines, das ist eine kleine, hat ein bisschen geflunkert hier, ne? Aber okay, ansonsten, ey, ich will es auch nicht zu sehr drauf rumhacken. Es ist immer noch ein geiler Vibe für mich. Also immer noch, es ist auch wieder eher meckern auf hohem Niveau jetzt hier. Ich habe jetzt hier nicht mit den Baba Lines gerechnet, sondern einfach mit einem coolen Feeling. Und ich habe was viel Besseres bekommen, als ich gedacht hätte. Auf einmal will mich jeder ficken, so wie Deutschraps kommen am Alle, aber Samra wurde nie gehatet. Auf einmal will mich jeder ficken, so wie Shirin David. Deutschraps Conor McGregor, All Black MS Sweater. Jetzt Rapper, damals noch Tech bei Dreckswetter. Gold wert, Neustadt, Jörgstraße, Kreuzberg. Push, 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 bis Bojan Rolls Royce fährt. Okay, ich sag's wie es ist, Mann. Also ein bisschen weird, dass er von sich in der dritten Person spricht. Aber ansonsten, ich fühle das. Ich fühl den Hunger, den er hat. Die Attitude, mit der er rangeht, Mann. Der hat Bock. Der hat Bock. Drück aufs Gas, yellow Roadrunner. Walla, diese Motherfucker müssen auf das Wort. Auch wenn du mir die Schafe an die Brust hältst und der erste Schuss fällt, zahle ich kein Schutzgeld. Um mich rum. Ja, doch, es ist vom Vibe her nice. Es ist vom Vibe her nice. Ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren wird. Ich bin tatsächlich auch gespannt, Mann, was da noch kommen wird in nächster Zeit. Alles Brüder, keine Clan-Member. Denn ich bin der gleiche, auch wenn ich meinen Namen ändere. Okay. Wie heißt er denn jetzt? Berlin durch die Straßen Berlin. 150k in den Jeans, meine Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie. Eines Tages wache ich auf im Paradies. V Adrenalin durch die Straßen Berlins. Mit 150k in den Jeans, meine Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie.
Also wie gesagt, Hook fühle ich nicht so sehr, aber ansonsten habe ich das überraschenderweise krass abgeholt. Ich hätte mir am Anfang halt noch mehr von Play gewünscht in diesem ruhigeren Segment, in diesem ruhigeren Part hier am Anfang, bevor Summer reinkam. Da kann ich mir auch einen ganzen Song in diesem Vibe vorstellen von ihm. Auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Eines Tages wache ich auf dem Paradies. Forever in a hood, living legends. Okay, ist geil. Ich mag es gerne, wenn so Scratches reingemacht werden und so. Mag ich gerne in letzter Zeit. Machen viele, aber hat immer einen gewissen Style irgendwie, fühle ich. Okay, ey, okay, not bad. Not bad. Wie gesagt, bei weitem kein Song, wo ich sage, ey, der ist perfekt und hier gefällt mir alles. Aber kein schlechter Song, actually. Es hat mich vieles, eigentlich sogar alles, mehr abgeholt, als ich dachte, dass es mich abholen würde. Sowohl der Anfang, gut, die Hook bin ich jetzt kein Fan von, aber war immer noch okay. Aber auch die Parts von Cool, die haben sich cool abgewechselt. Sie haben eine coole Dynamik zusammen, die passen zusammen. Das funktioniert, das klickt irgendwie. Ich hätte mal am Anfang gerne echt noch mehr von Play gewünscht, diesem ruhigeren Ding. Aber ansonsten, der Beat ist wunderschön, die Melodie im Beat hat mir sehr gut gefallen. Und ich kann mir da mehr vorstellen. Also es wird nie, bei Samra glaube ich und auch bei Play vielleicht, nie was sein, was ich sage, ey, das trifft 100% meinen Geschmack so. Aber ich habe deswegen auch nicht so krass hohe Erwartungen gehabt, weil ich halt wusste, es wird wahrscheinlich nicht meinem Geschmack entsprechen so. Aber dafür hat es mich überraschenderweise mehr abgeholt, als ich mir gedacht hätte. Von daher, ich bin sehr gespannt, was die beiden, was Play alleine, was Samra alleine noch machen wird jetzt. Ja. Aber ich bin positiv gestimmt, Mann. Ich freue mich sehr. Lasst mir gerne eure Meinung dazu da. Und ansonsten, Freunde, würde ich sagen, ja, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer. Und ciao.